Dich auch. Jetzt. Ah! Foul! Ah! Oh, what was that? Stay on your feet, Alex! Terrible! You serious, Harold? Ref! Where's the foul? Unlucky, mate. Looks like Ben's now. Thanks, guys. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're gonna talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on then. Warum geht mein Vater? All right. Penalties it is then. Er trifft. Wo ist mein Vater? Ich werde den reinmachen. Ich werde treffen. Der wird reingehen. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Wie hat Opa immer gesagt? Den Torhüter ausgucken. So. Anlaufen und jetzt reinmachen. Ja! Genau da unten. Ja! Ja! London's finest, mate. Hey, first of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will want to hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're going to have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressive. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah, might bring you luck too. You sure, Granddad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Ich werde es schaffen. Ich werde Profi. Wenn ich nur lang genug und hart genug trainiere. Zwei, drei, vier. It's time, Alex.
So. Ja, da mache ich mal ganz kurz Timeout. Und ich wusste gar nicht, dass es hier eine Übersicht gibt. Interessant. Spieleinstellungen. Profi ist in Ordnung. Steuerung. Ja. Wir werden übrigens nicht in der ganzen Teamsicht spielen. Wir werden in der Ego-Sicht spielen. Von. Wie ist der gleich nochmal? Jack Hunter? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. So, jetzt sind wir also hier in der Übersicht und ich mache nochmal ganz kurz Timeout und ich mal gucken, wie ich das mache. Ich habe jetzt gerade ein bisschen auch in die Sachen reingesprochen. Ich glaube, ich werde aber nur sprechen, wenn der Spiel ist oder so, werde ich seine Gedanken sprechen. Und wenn er in Situationen ist, wo ich halt handeln kann. In so reinen Zwischensequenzen werde ich, glaube ich, nicht sprechen. Das macht das, glaube ich, eher kaputt. Ich habe erst überlegt, ich habe ein bisschen probiert, aber es ist gar nicht so leicht. Wenn man nicht weiß, wann die anfängt, dann quatscht man in die Musik rein. Ist, glaube ich, auch nicht schön. Und mal gucken, ob ich die Musik überhaupt nehmen darf. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich dann mal gucken, ob ich die dann ausstelle und irgendeine andere Musik hinterschneide. Denke ich mal. Aber das werde ich schon hinkriegen. Das soll mein Problem sein, nicht euers. Und ich würde sagen, wir gehen wieder ins Time-In und gehen zum Sichtungslehrgang. Und wir gehen zurück. Time-In. Man. Shut up. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. Alex persönlich verändert sich anhand deiner Entscheidungen in Unterhaltung. Also jetzt ist nur mal kurz Timeout. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine hitzköpfige, eine ausgeglichene oder eine coole Antwort entscheiden. Alex Persönlichkeit beeinflusst das Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Das ist ganz cool. Wie gesagt, ich werde auch versuchen, ein bisschen die Entwicklung von Alex zu steuern. Ich werde nicht immer das Gleiche nehmen, aber ich werde so ein bisschen ihn vielleicht auch entwickeln lassen, ganz nachdem, wie sich deine Karriere entwickelt. Und deswegen, ja, wollen wir mal gucken, was ich jetzt nehme. Mache ich einfach mal Time In und wähle mal die coole Antwort. Wir schaffen das. Wir schaffen das. What academy, mate? Play like we can, we'll walk straight into a contract. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. You get so grown up. Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. So. Skills sind das Wichtige. Es kommt auf die Leistung an und nicht, was für eine Karre man fährt. I'll take skills over flashy murder any day, mate. Oh, yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Has he got pro contract? Bruv. You lads are here today to prove that you got the skills to make it in a professional game. Now, for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies. But for whatever reason, you've been released. Now, the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you,
Today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Now, these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Hi, my name's Starborn and you again. Lass den Konkurrenz kann nicht schaden. Konkurrenz ist immer gut. Nothing like a bit of competition. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere, but today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein Timeout. Wow, es ist ganz schön viel, doch ein bisschen Timeout haben. Wir können noch was auswählen. Ich würde ja am liebsten Stürmer spielen, ne? Obwohl Mittelfeld ist cooler. Offensives Mittelfeld finde ich geiler. Da kann man passen und hat man, ist man eine Schaltzentrale und hat öfters den Ball und ist mehr im Spiel aktiv. Deswegen passen, schießen und Dribbling ist in Ordnung. Ja, also ich würde sagen, wir gehen auf das offensive Mittelfeld und wechseln wieder ins Time-In. Oh, following in Granddad's footsteps, eh? All right, lad. Go do him proud.